Joho, meine Lieben. Seht ihr mich? Seht ihr mich? Sehr gut. Ich habe das, was jetzt danach kommen wird, letztens aufgenommen, nachdem ich etwas frustriert war, wie XCOM gelaufen ist. Ihr könnt euch noch erinnern. Nein, natürlich nicht, weil ihr schaut euch das ja nicht an. Es war ein Terroransatz, Einsatz, nicht Ansatz, Einsatz in Shanghai und all meine Leute sind gestorben binnen kürzester Zeit. Ich war etwas frustriert, deswegen werde ich XCOM kurz aufsetzen. Will sagen, ich werde erst wieder. In diesem Video schaue ich echt alt aus. Wundervoll. Okay, also ich werde jetzt XCOM mal kurz aussetzen und werde ein paar Folgen von dem Mini-Metro, das jetzt gleich kommen wird, hinten nach reinsetzen. Das ist ein lustiges Spiel, habe ich zufällig entdeckt. Schaut es euch an, ist es sicher witzig. Ja, das war's eigentlich schon. Bis dann, tschüssi. Joho, meine lieben Freunde, ich bin's, euer lieber Odo. Ich hab hier ein sehr süßes kleines Spiel, das ich gefunden habe zufällig. Nennt sich Mini-Metro. Vor 2 Jahren oder so ist das rausgekommen. Ist so eine Art Puzzle-Game, allerdings in einem wunderschönen Stil, nämlich in so einem U-Bahnen-Stil. Die Geschichte dahinter ist, man baut U-Bahn-Netze und befördert Leute von A nach B. Hat tatsächlich nichts mit der Realität zu tun, ist einfach nur ein Puzzle-Game. Das allerdings ausgesprochen beruhigende Musik und auch beruhigendes Design hat. Naja, schauen wir mal. Ich habe mir zwei Let's Plays dazu angeschaut und ich war total begeistert davon. Und habe mir gedacht, ich werde jetzt das Spiel mir einfach kaufen. Ist relativ günstig auf Steam zu erhalten und es spielen. Es gibt tägliche. Es gibt offensichtlich irgendwelche Challenges jeden Tag und man kann aber auch normal spielen. Ich habe noch nicht gespielt, also oh ja, ich habe schon gespielt, ich habe es einmal gestartet und da startet so eine Art Tutorial. Das habe ich halt schon angefangen. Es ist von der Steuerung extrem einfach, Drag and Drop und so Sachen. Ja, fangen wir mal an. Wir haben am Anfang drei U-Bahn-Netze, die wir bauen können: London, Paris und New York. Und wir fangen klassisch natürlich in London an. Oder? Und wir machen pro Folge eine Stadt, würde ich fast sagen. Oder so irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man die anderen freischaltet. Das werden wir dann schon sehen. Okay, also, wir haben. Und hier erkläre ich das Spiel gleich mal. Wir haben hier verschiedene Stationen in unterschiedlichen. In unterschiedlichen. In unterschiedlichen Formen. Und es ist jetzt so, dass wir bei diesen Stationen entstehen verschiedene Symbole, das sind die Passagiere, die zu Stationen wollen. Und zwar Kreise wollen nur zu Kreisstationen. Und Vierecke nur zu Viereckstationen tatsächlich. Und was ich gesehen habe, was Sinn macht, ist. Ah, was kann man aufmachen? Was Sinn macht, ist, wir können. Was Sinn macht, ist Kreise zu bilden. Und zwar deswegen, weil die effizienter sind. Machen wir das doch glatt. Und das. Na, Dolben. So machen. So. Also man sollte schauen, dass man möglichst halt alle Symbole auf den Linien hat. Und gleiche Symbole hintereinander sind im Normalfall nicht besonders gut. Manchmal kann man sie aber nicht umgehen. Weil einfach
keine andere Linie besser da ist. Wieso ist das wieder weg? Wir haben am Anfang drei Linien zur Verfügung und jeden Sonntag oder Ende Sonntag, wenn wir eine Woche geschafft haben oder Montag, keine Ahnung. Machen wir die auch kreisförmig. So, zweite Woche. Wir bekommen eine neue Lok, die können wir auf die Linien setzen. Ich habe mir irgendwo habe ich gesehen, dass man maximal vier Loks pro Linie haben kann. Man kann dann später auch noch mehr Linien kriegen. Also wir können derzeit können wir drei Linien bauen, aber unser System schaut eigentlich so schön aus, dass ich nicht glaube, dass wir da viele brauchen werden. Noch ein Kreis. Was machen wir mit dem? Machen wir eine neue Linie einfach. Mhm. Könnten wir das oben lassen? Ich würde das ganz gerne immer sehen. Ah, so geht das. Ja, wie ihr seht, wir haben nur ein Quadrat. Tatsächlich ist es so, dass die einzelnen Stationen unterschiedlich. So, jetzt machen wir mal da über den Fluss. Unterschiedlich häufig vorkommen. Kreise sind, glaube ich, die häufigsten und Quadrate die seltensten, zumindest von den drei Grundformen. Wir werden dann später sehen, es kommen wahrscheinlich noch mehr Formen. Schauen wir mal, wie lange wir überleben. Ja, das Spiel geht so lange, bis man ausscheidet. Also nicht so lange, bis es irgendwie... was machen wir mit dem Kreis? Schon wieder ein Kreis. Nein. Vielleicht sollten wir versuchen, die blaue auch kreisförmig zu machen. Ah! Man kann auch, und das machen wir jetzt. Man kann auch die Linien ganz neu bauen. Ich überlege nur gerade, wie wir da jetzt am besten tun. Ich würde fast sagen... So. Tatsächlich scheint es wichtig auch zu sein, dass man da genau, dass man da keine zu spitzen Winkel hat, weil wenn ein spitzer Winkel ist, bleibt die U-Bahn immer stehen, selbst wenn sie dort nicht stehen bleiben müsste, rein theoretisch. So, jetzt haben wir die blaue umgebaut, jetzt werden wir auch die rote gleich nochmal umbauen. Und zwar werden wir, da fahren wir ja mit der blauen vorbei und da auch. Die beiden Stationen müssen wir echt nicht drinnen haben. So, jetzt fahren wir an dieser Station vorbei. Haben wir zwar drei blödsinnige Stationen, aber was soll's. So, außerdem, wir können an die Dinger noch Carriages geben. Das gehen wir dann die rote dran. Ich glaube, die ist dann gefährdetsten, dass da zu viele sind. Ja, wie ist das Spiel zu Ende? Das Spiel endet
dann, wenn es gibt bei Stationen, wenn mehr als 6 Leute dort stehen, dann werden sie unzufrieden und es beginnt ein Timer, der ja, wir könnten noch eine neue Bahnlinie oder noch einen Tunnel. Also sogar 2 Tunnels. Nehmen wir Tunnels. Ich bin drauf gekommen, Tunnels sind durchaus wichtig in dem Spiel. Ja, seht ihr? Und da haben wir schon einen Grund, warum so ein Tunnel nicht blöd ist. Ja, da haben wir jetzt wenigstens ein Dreieck zwischen den... zwischen den Kreisen, das ist eh ganz gut. Das ist weniger gut. Machen wir. So. Ah, passt. Noch ein Kreis. Boah. Vielleicht setzen wir noch einen zweiten Zug darauf. Diese DT ist voll, die fährt durch bis zu der Station, wo sie was aufnehmen kann. Und wenn da zu spitzer Winkel ist, dann bleibt das Ding stehen einfach. Ja, es ist einfach wundervoll. Sehr beruhigend. Ah, da oben ist noch eine entstanden. Gebiete. Können wir auch was anderes machen als Kreise? Ein Stern. Okay, das mit dem Stern ist durchaus interessant. Den sollten wir mehrfach verbinden, weil um zu dem Stern zu kommen, müssen wir jetzt auf die blaue. Jetzt müssen wir nicht nur auf die blaue, sondern wir können auch auf die rote ausweichen. Solche entstehen ab und zu mal. Und ihr seht, da ist zum Beispiel ein Sterndl, das dort rüber gebracht werden will. Das jetzt quasi den Zug blockiert, bis wir noch eine Lok. Nehmen wir nochmal Tunnel oder einen Waggon. Eine Linie wären wir jetzt recht langsam. schwer zu sagen. Nehmen wir noch einen Waggon. Ja, die gelbe Linie ist ein bisschen, ist da ein wenig lächerlich. Wir könnten vielleicht die gelbe auch zu dem Stern rüberbringen. Ah. Hier liegt gerade. Was? Ah, jetzt fahrt er zum Stern zuerst und dann zum... Und da haben wir eine Raute auch. Du machst die Strecke auch. Okay, jetzt wird es langsam unübersichtlich. Oh, noch ein Viereck an einer vollkommen sinnlosen Stelle. Da brauchen wir keine Quadrate. Irgendwie schaut das fürchterlich aus. Oh, und da ist sowas entstanden. Vielleicht sollten wir mal ganz kurz Pause machen und die blaue da ein wenig umbauen.
Ich kann da auch vorbeifahren. Also so eine Art Expresslinie. Da unten im Süden durch. Oh, und da haben wir noch ein Dreieck. Na, der kann da nicht weiter rauf. Das ist ein Eck, da kann man nichts dagegen tun. Ach, weh. Na gut, machen wir mal weiter. Oh, da sehe ich gerade was. Da ist ja noch ein. Ja, ich glaube, das wird nichts werden. Da kann man nicht. Ja, die entstehen da einfach so, diese Stationen, und überraschen mich. So, dann werden wir da mal noch eine zweite in die andere Richtung als dich machen. Echt jetzt? Ein Umsteigebahnhof. Damit können wir bei einem Bahnhof die Kapazität erhöhen. So, was machen wir da nach hinten? Die gelbe natürlich. So, und außerdem werden wir noch einen zweiten roten Zug in diese Richtung machen. Oh, come on. Das muss jetzt echt nicht sein. Gut, dennoch ist die Gelbe noch immer relativ wenig belastet eigentlich. So gesehen ist es nicht so schlimm. Der Blauen könnten wir vielleicht noch da einen dazu geben. Also dann können wir nicht alle drauf tun, die mit wollen hier. Okay. Schaut eigentlich ganz gut aus. Also bis jetzt schaut es ganz gut aus. Ja, den kann man irgendwo drauf tun in Stationen, die besonders stark überladen sind mit Passagieren. Da gibt es manchmal solche, welche. Da kann man dann verhindern, dass zu viele Passagiere abspringen. So, was machen wir jetzt da? Wir könnten. Tatsächlich so machen. Und noch eine Lok. Wir können noch einen Umsteiger. Nein, wir nehmen natürlich einen Waggon. Weil derzeit scheint keine Station wirklich so voll zu sein, dass man sagen würde. Wir brauchen eine neue Station. Oder eine. Ah, da hinten ist ja auch eine Station. An und für sich ist die gar nicht einmal so blöd, weil ein Kreis im Nichts. Eine neue Linie wäre vielleicht jetzt ganz gut langsam. Wie binden wir diesen Kreis am besten an? Naja, anbieten wird sich natürlich der rote. Dafür machen wir die blaue Linie ein bisschen seltsam. Echt jetzt? Was
machen mit der Linie? Wo schließen wir dieses Ding an? Hier. Oder halt umkehren. Das ist zwar nicht besonders effizient, aber was soll's. Kann man jetzt auch nichts machen. Es gibt noch Kuchen. Du kannst ja Kuchen nehmen, aber es gibt auch bald Mittagessen. Das wird ein Eislauflauf sein, also so gesehen. Gut. Schaut eigentlich ganz gut aus. Ist bis jetzt noch nicht so, aber vielleicht liegt es auch daran, dass das irgendwie der einfachste Level ist, den wir da spielen. Ah ja. Gut. Eine neue Lok, eine neue Bahnlinie, das ist wichtig. So, jetzt haben wir eine neue Bahnlinie. Vielleicht sollten wir, wenn ich Pause machen. So fahren? Offensichtlich nicht. Das ist ja urdumm. Wir sollten da irgendwie anders drüber nachdenken. Dass ich da zwei Tunnels dafür vergeude, das wäre nicht sehr gut. Das ist nicht sehr schön. Das ist äußerst unangenehm. Okay, überlegen wir mal. Wir müssen da irgendwas umstellen. Wisst ihr was? Ich mache vielleicht eine kleine Pause und zeige euch dann, wie es weitergeht. Soll ich das machen? Nein. Wir stellen gemeinsam um. So, wir machen mal die blaue sehr viel einfacher. So, jetzt haben wir die blaue um einiges einfacher. Da noch dazwischen gehen. So, durch den Stern lassen wir wahrscheinlich auch die rote gehen. Wir haben aber jetzt eh eine vierte Linie. Machen wir den gelben mal da so. Die vierte Linie könnten wir rein theoretisch da so quer durchgehen lassen und die ganzen Sonderzeichen verbinden lassen. Haben wir außer diesen beiden noch andere Sonderzeichen bereits? Ich glaube nicht, oder? Schaut nicht so aus. Gut, dann machen wir die Gelbe eben wieder etwas kürzer. Die Rote auch etwas kürzer. Dann machen wir hier so quer durch vom Grün, vom Kreis zu Kreis die türkise Linie.
ist das gut. Das verbindet diese hier mit... Ah, da ist noch ein Spezialding. Da haben wir bis jetzt nur die rote dran. Das ist nicht gut. Hat nämlich alle die Sachen hier irgendwo abladen, wo sie mit der roten zusammenkommen. Wäre gut, wenn wir die da auch drinnen hätten. Und die blaue kann man nicht dafür verwenden, weil die hat ihre... Naja, wir könnten die blaue natürlich sehr wohl darüber machen. So, so wie sie vorher war. Hahaha. Gut. Ich glaube, das passt so. Sehr gut. Sehr gut. Ja, die Rote ist da schon ziemlich überfüllt. Oh, wir haben ein Kreuz. Aber das ist okay, weil dieses Kreuz können wir mit der Türkisen auch verbinden. Und somit hat die Türkise sämtliche Spezialgebiete oder fast alle Spezialzeichen verbunden. Oh, da ist noch ein spezielles Ding. Was ist das? Ein Kreissegment. Schaut gut aus, schaut gut aus, Herrschaften. Wir haben bereits 910 Passagiere transportiert, die sind so großartig. Oh, ich sehe da unten, haben wir gerade schon einen Stau. So, nehmen wir noch Tunnels oder? Naja, wir nehmen Tunnels, weil dann sind wir ein bisschen flexibler. Oh, Gebiete. Was mache ich mit dem da unten? Der liegt aber gar nicht. Ah, wo kein anderer sitzt. Da können wir einen Tunnel sparen wahrscheinlich. Das ist zwar jetzt darüber, aber wir haben einen Tunnel gespart. Wir sind gut. Oder beziehungsweise eigentlich haben wir Glück. Ah! Ich sehe gerade, da drüben habe ich auch noch welche. Okay, die liegen ein bisschen blöd. Die liegen nämlich off-track von der... Ich sehe gerade, die ist auch nicht verbunden. So, die da hinten habe ich überhaupt übersehen. Ich war zu sehr damit beschäftigt, dass da was passiert ist. So, das heißt, wir könnten noch einen weiteren Zug hier entlang schicken. Und da hinten haben wir
jetzt auch noch was dazu gekriegt. Ein Kreuz, ein Dreieck. Gut, Herrschaften. Wir machen für heute Schluss. Oder für jetzt mal Schluss. Weil Essen ist bei mir fertig. Und aus dem Gestirn dann gleich. Ich mach mal Pause. Ich drück mal auf F12. Essen ist noch nicht fertig. Wir können mit der Aufnahme weitermachen. Ja, da hinten haben wir noch was. Bläh. So, zunächst einmal. Wir hängen da noch einen dran. Und dann werden wir da oben. Schon fast leer. So, und du? Ist das da noch anfahren? Okay, okay. Jetzt wird's langsam unübersichtlich. Wir kriegen noch eine Lok. Ha, wir können noch eine Bahnlinie haben. Das ist wichtig. So, wir machen mal kurz Pause. Wir brauchen nämlich, wir müssen nämlich irgendwo die nächste Bahnlinie noch einbauen. Und zwar so, dass möglichst viele von den anderen Bahnlinien entlastet werden. Da haben wir zum Beispiel eine, wobei da könnten wir sogar einen Interchange machen. Die ist jetzt größer und da können so viele Leute stehen, wie wollen. So, dann machen wir vielleicht eine Nord-Süd-Bahn von hier. Über da, darüber, bis zu dem hier. Klingt das gut? Okay, dann machen wir es. Und verbinden wir das dann gleich mit der roten hier. Das ist quasi eine schnelle Linie. Außerdem können wir dann die blaue. Ah, Mist, dafür haben wir da wieder das. Da haben wir da wieder einen Tunnel verschwendet. Na gut, aber was soll's. Wir haben sie noch, die Tunnel. Auf jeden Fall ist die blaue dadurch um einiges effizienter wieder. Wir haben da diese Stationen entlastet. Wir kommen da relativ direkt zu dem Dreieck. Boah, diese Station da ist auch ziemlich voll. Die ist auch schon ziemlich voll. Na gut, soll sein. Okay, schaut wieder etwas besser aus. Nein, schaut nicht gut aus. Das Ding da ist auch voll. Das ist auch voll. Ah. Die blaue ist so voll, die blaue Linie. Und wir haben erst Mittwoch. Schaut nicht besser dadurch. Okay, jetzt ist es leer. Gut, gibt es noch irgendwelche Bereiche, wo wir nichts tun können? Ja, genau. Machen wir da hinten auch noch eine. Wie machen wir die? Diese Station. Wenn wir noch so eine Wechselstation kriegen, dann machen wir die wahrscheinlich hier oder so. Ist die nicht verbunden? Die ist nicht verbunden, diese Station. Ah, die ist neu. Die ist mir nicht aufgefallen. Ärgerlich.
So, einen Zug hätten wir noch rein theoretisch. Das heißt, wenn wir da irgendwo anstehen, da zum Beispiel knapp. Ah, da sind ja noch zwei. Ah. Und zwar nur Kreise, ist eh klar. Hätte ja auch irgendwas Sinnvolles sein können. Ich sehe leider nicht, wo, wenn irgendwelche neuen Stationen entstehen. Das ist besonders unangenehm. So, hey, wir haben wieder eine Woche überstanden. Wir kriegen eine Lok. Wir können noch eine Bahnlinie nehmen oder einen Waggon. Wir nehmen noch eine Bahnlinie, solange wir noch welche kriegen. Wir haben nur einen Tunnel, das heißt, der kann nur einmal über die Themse drüber. Wir werden hier verbinden. Schaut so aus, als würden wir hier gleich sterben. Ah, wir sind gestorben. Okay, wegen Überfüllung dieser Station musste der Betrieb eingestellt werden. Das war sicher Oxford Street. 1637 Fahrgäste fuhren mit deiner Metro innerhalb von 65 Tagen. Naja, nicht schlecht. Herrschaften, das war meine erste Folge. Das war London. Schaut das nächste Mal rein. Dann schauen wir uns an. Paris. Bis dann. Viel Spaß.